Jetzt am Samstag war es soweit, dass ich auf der Landesmeisterschaft den Peltor Sporttag testen konnte. Ich hatte ihn bei geschlagenen Roundabout 27 bis 30 Grad Außentemperatur über viele Stunden hinweg auf dem Kopf. Das Teil hat wirklich sehr, sehr gut gedämpft. Die Mikrofone haben super funktioniert. Alles tippitoppi. Aber, wie gesagt, 27 bis 30 Grad Außentemperatur und mir ist die Soße nur so gelaufen. Ich habe dann zum Glück ein weiteres 3M Peltor-Produkt dabei gehabt, beziehungsweise 3M Combat Arms liegen die. Und zwar, ich habe die als Reserve dabei gehabt, für den Fall, dass vielleicht irgendwie Kapselgehörschutz aussteigt oder wie auch immer. Und dann habe ich diese hier dabei gehabt. Das hier ist der 3M Peltor respektive 3M Combat Arms EAR Fit. Man sieht, das ist ein kleiner Gummi-Ohrstöpsel mit Lamellen, der mit verschiedenen Größen geliefert wird und einem Schalter oben drauf, wie man da sieht. Gucken, ob man das irgendwie gescheit hinbekommt. Da seht ihr dieses beige, helle Teil. Das ist ein VIP-Schalter. Ich denke mal, wie diese Dinger eingesetzt werden, das weiß jeder. Sie sind gekennzeichnet rechts und links, weil sie halt diesen Pinockel hier oben haben, um sie halt in Stellung zu halten. Und dieser VIP-Schalter hat eine Besonderheit. Und zwar habe ich hier unten ein kleines Löchlein. Ich weiß nicht, ob man das so wirklich sieht. Dieses Loch lässt ein gewisses Maß an Schall durch. Das heißt, wenn ich die Wippe unten stehen habe, glaube ich jedenfalls, ich habe es noch nicht so 100% raus, aber wenn ich die Wippe quasi so in der Senkrechten stehen habe, dann wird ein gewisses Maß an Schall noch durchgelassen. Das heißt, ich kann Sprache, wenn auch gedämpft, noch hören. Lege ich aber den Schalter um, dann wird das Ding zugemacht und das Ding dämpft komplett und man hört so gut wie nichts mehr außenrum. Habe ich es offen, höre ich Sprache, er macht aber bei Impulslärm zu, wie der aktive Gehörschutz. Und das ist eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Ich habe jetzt diese Stöpsel, wie gesagt, ich sag mal so eine halbe Stunde im Ohr drin gehabt. Das war aber beim letzten Wettkampfdurchgang. Ich konnte einfach nicht mehr. Das waren 30 Grad gewesen und es war wirklich brutal. Also, der hat sehr gut durchgehalten, sage ich ganz ehrlich. Aber ich war froh, dass ich mal beim letzten Durchgang zumindest mal eine Alternative hatte, dass eben nicht mehr hier alles nur noch am Schwitzen war. Tragekomfort ist vollkommen in Ordnung, ist, ich sag mal, Ohrstöpsel typisch. Die Dämpfung ist hervorragend, das sage ich ganz ehrlich. Diese Funktion mit dem Auf- und Zumachen ist sehr gut, weil ich diese Möglichkeit damit habe, insbesondere dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine statische Disziplin schieße, wo ich jetzt vielleicht nicht so viele Kommandos habe, mache ich das Ding zu und ich werde nicht sonderlich abgelenkt. Ich kann natürlich auch hingehen, habe ich aber jetzt nicht probiert, das Ding aufmachen und habe meinen akustischen, meinen aktiven Gehörschutz auf dem Kopf und habe damit eine noch bessere Dämmwirkung, als der Sporttag ohnehin schon mit sich bringt. Geliefert wird der EAR in einer Pappschachtel mit Anleitung, verständlich, inklusive einer kleinen Tasche, die man auch hier am Gürtel festmachen kann, via Klett. Sehr sinnvoll. Man hat mit dabei beide Ohrstöpsel für links und für rechts. Wir haben ein Halsband, um das halt um den Hals zu hängen, damit man sie nicht groß verliert. Und ich habe, die man immer schön dabei hat, in Summe sind es 2, 4, 8 Stöpsel. Das heißt, jetzt sind noch 6 Stück hier drin. 2 Stück sind ja bereits da drauf gemacht. Und mit dieser kleinen Nylontasche habe ich wenigstens die Möglichkeit, die Stöpsel vernünftig und sauber und trocken zu transportieren. Kann sie auch zur Not an die Koppel dran machen. Einfach nur als absolutes Backup. Und das finde ich daran richtig cool. Klein, handlich, praktisch, sind gut wegzupacken und ist als Backup-Lösung super. Preislich liegt dieses Set bei 27 Euro. Link habe ich für euch da unten. Und ich kann es wirklich absolut wärmstens empfehlen. Ich werde die auf jeden Fall jetzt am kommenden Sonntag, wenn wir wieder Training haben, auf dem Indoor-Stand testen. Outdoor hat ja eine gewisse Akustik, Indoor wieder eine ganz andere. Und da werden wir dann mal sehen, wie sie sich im Indoor-Bereich tatsächlich schlägt.
Das sind die 3M Peltor bzw. 3M Combat Arms EAR Fit Gummiohrstöpsel.